Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün! Hier spricht euer Pokémon-Champ. Ich bin der mächtigste Trainer aller Zeiten. Da bin ich zumindest geworden im letzten Part. Aber damit ist das Let's Play noch nicht zu Ende. Weiter geht's! Nach den Credits im letzten Part fühle ich mich jetzt gerüstet. Kämpfte gegen Kecleef von Prun und der Top 4 mit Sazenia und gewann irgendwie. Kämpft gegen Gengar von Agathe der Top 4 und mit Blitzer und gewann hartnäckig, allerdings. Kämpft gegen Dragonir von Siegfried der Top 4 mit Turtok und gewann hartnäckig. Markus lieferte sich einen sagenhaften Kampf mit dem Champ Hans. Am Schluss schickte Hans Arcani in den Kampf und Markus konterte mit Turtok und gewann unter Einsatz aller Kräfte knapp den Kampf. Trifft's ganz gut auf den Punkt. Weiter geht's in Alabastia. Gibt's hier irgendwelche Neuigkeiten in dem Kaff? Oh, Markus, du bist also zurück? Wie ist es nun um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Aha, du hast 60 gefangen. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt etwas, das ich fragen wollte, Markus. Komm, folge mir! Oh mein Gott, lad mich nicht ein auf deine Party, ey. Ja, also wir haben genau 60 Pokémon, die waren auch dringend notwendig. Keiner weniger. In letzter Zeit wurden viele seltene Pokémon gesichtet. Ich spreche von Pokémon, die nie zuvor in Kanto aufgetaucht sind. Ich würde mir gerne selbst mal ansehen, aber ich bin zu alt. Da ich nicht kann, möchte ich dich, Markus, bitten, so viele Kommas, an meiner Stadt zu gehen. An meiner Stadt zu gehen? Irgendwie klang das falsch. Das habe ich gehört. Upsi, warum gibst du Markus immer den Vorzug gegenüber mir? Ich habe mehr Pokémon gefangen und auch noch schneller. Schneller? Wer behauptet das? Wir sind ungefähr gleich. Wir sind total gleichzeitig losgezogen. Ich sollte mich alles um alles kümmern. Ich weiß, ich weiß. Ich brauche natürlich auch deine Hilfe. Lasst mich eure beiden Pokédex sehen. Professor Eich nahm beide Pokédex. Und erledigt. Nun können Sie noch mehr Infos über Pokémon sichern. Der Pokédex von Markus wurde erweitert. Also, Markus und Hans. Dieses Mal müsst ihr den Pokédex wirklich vervollständigen, mach's selber. Es soll der beste und vollständigste Pokédex aller Zeiten werden. Das ist wahrhaft ein großes Unterfangen in der Geschichte der Pokémon. Ruhig, Opsi, keine Aufregung. Ich vervollständige den Pokédex, mach dir keine Gedanken. Ich denke, ich werde mich zunächst auf Island 1 umsehen. Wie dem auch sei, ich mach's weg. Oh, tschüss, Mann. Noch irgendwas? Nee, ich darf auch gehen. Darf ich nicht mal hier den super dufte Tlumanda haben? Nee. Ich hätte es gern gehabt. So, ja, nach Island 1. Ja, warum denn auch nicht? Warum sprechen mich alle noch mit Markus an? Ich bin der Pokémon-Champ. Naja, jedenfalls, was wir noch alles tun können. Also, das ist unser Team. Damit haben wir die Top 4 geschafft. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die niedrigeren Level haben. Renn. Wagen wir uns also auf das Schiff. Ja, der beste und vollständigste Pokédex aller Zeiten. Ja, selbst wenn ich hier alle Pokémon fangen würde in dieser Edition. Ich habe das schon besser hinbekommen, Pokémon Bloody Platin. Schaffen wir das, jeder von euch gesehen. Wenn nicht, schaut in den Playlists nach. Eines meiner legendärsten Let's Plays eigentlich, muss man sagen. Bekommt auch wahnsinnig viele Aufrufe. Weiß nicht, dem letzten wie viele fünfstellige Aufrufezahlen gab. Ich denke mir, was? Jeder Part. Pokémon Bloody Platin. Wir haben alle 493 Pokémon der ersten vier Generationen gefangen. Oh, du hast den Tripass. Möchtest du an Bord der Seesprintfähre? Ja. Okay, alles klar. Seesprint-Tempo 7 wird dich kurz ablegen. Bekommt man nicht noch einen weiteren? Naja, wir kriegen jetzt Aufträge. Wie genau das jetzt auf den Islands aussah, weiß ich gar nicht mehr. Wir werden es aber sehen. Du bist kein Wichtiger, ne? Wir haben ja schon mit allen geredet, glaube ich zumindest. Und vielleicht sind Bill oder der andere Spacko nicht verkehrt. Markus, ist es bei dir gelaufen? Oh, aha! Du hast mehr Pokémon gefangen. Weißt du was? Es könnte vielleicht hilfreich sein. Ich modifiziere momentan das Netzwerk. Ich rüste es so ein, dass ein Tauch über lange Distanzen möglich ist. Wenn ich fertig bin, kannst du exotische Pokémon mit Trainern von nah und fern tauchen.
aber es gibt einen Haken. Damit die Maschine funktioniert, brauche ich einen speziellen Edelstein. Er soll hier auf Eilands Eis sein, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Wer weiß, wo er ist. Also meint er damit, dass wir dann auf Rubin, Saphir und Smaragd tauschen können? Ja, Eiland-Dings. Hier war ich noch nicht. Nee, wir waren noch nicht auf dem Glühweg. Dann machen wir das jetzt mal. Wir gehen hier diesen sogenannten Glühweg, der im ersten Moment eigentlich eher nass aussieht. Aber ich weiß ja. Und wer, um was bist du? Nur eine Trainerin. Bekomme langsam einen Sonnenbrand. Geh doch weg. Was machst du denn da? Bumbatzwurm, zieh dich an, Irmgard. Schwimmerin Irmgard schickt Anton. Oh, perfekt. Wunderbärchen. Da, brutzel, brutzel. Okay. Die Frage, was wir denn anstellen werden, was die Rückkämpfe der Top 4 angeht. Wir werden auf jeden Fall alle Trainer mitnehmen, die es gibt hier in der Gegend. Und uns dann nochmal ins Geschehen tümmeln. Wir haben 4 Sonderbonbons. Also 4 Level-Ups sind jetzt auch nicht die Welt, aber die heben uns natürlich auf, wenn wir mit allem fertig sind. Klar, ist klare Angelegenheit. Anton? Anton? Mal gucken, was jetzt eigentlich ist mit dem Level von Saskia, von Vulnona. Ob die überhaupt noch den EP-Teiler braucht oder wer den am ehesten gebrauchen könnte, aber ich habe so gesehen relativ ausgeglichen an für sich. Oh, du bist schrecklich. Ich bin der mächtigste Trainer aller Zeiten. Ich reite gerne drauf rum, weil ich bin's. Das ist so doof, man ist immer hier noch der Lappen vom Dienst, obwohl man jetzt halt wirklich der Übermensch sein sollte. Wo ist mein Harem? Ja. Oh, Saskia und Siberia immer noch mit dem niedrigsten Level. Was ist denn da los? Okay, okay. Haben wir alles richtig gemacht? Ah, ich sehe. Alter, Zertrümmerer. Kann keiner von uns, oder? Eieiei. Würde mich doch wundern. Ja, machen wir dann bald. Rasen erstmal hier ins Gebüsch. Klar, der allererste Pixel am Gebüsch bedeutet schon mal ein wildes Habitat. Okay. Komm du mal her, Pfadfinderin. Mein Mittagessen hat uns gesättigt. Kämpfst du gegen uns, damit wir ein wenig Bewegung bekommen? Warum sprichst du im Plural? Na gut, sie meint sich mit ihren Pokémon. Aber es klingt auch, als wärst du ein bisschen doof im Kopf, Clara. Mozi, muss brutzeln, yeah. Bum, bum, bum. Was ist denn mit den Leveln los, unserer gegnerischen Pokémon? Die rechnen damit, dass du, wenn du das erste Mal auf der Islands bist, auch schon hier lang jumps. Deswegen sehe ich jetzt hier keine Challenge bei dieser Aufgabe. Also alles in bester Ordnung. Also es gibt ja insgesamt 6 Islands. Glasklare Angelegenheit. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie man auf Island 4, 5 und 6 kommt. Wir werden es rausfinden. Definitiv. Aber tja. Ich hätte es halt schon gerne gewusst. Toll. Statik paralysiert einen Elektro-Pokémon. Ist auch so eine Sache, was man ändern könnte, dass Statik nicht bei Pokémon funktionieren, die selbst Elektro sind. War ernsthaft. Aber es geht ja alles gut aus hier. Pipi ins Jenseits. Geh zu Knogger. Da, 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 da. So viel zu Clara. Da, da, da. Das brachte mich ins Schwitzen. Ja, wenn du wüsstest, was dich noch alles. Was soll ich tun? Ich sterbe, Vogel. Geht's McDonald's? In Bezug darauf, dass McDonald's überall ist. Ah, das schmeckt großartig, wenn du in der Natur bist. Ja, wie wär's mit einem gediegenen Pferdeapfel? Nom, nom, nom. Danilo, alles schmeckt wunderbar, wenn du in der Natur bist. Oder? Ist doch so. Furienschlag geht doch noch daneben. Nichts drauf außer Zahnbelag. Und das bei nur 4 Zähnen. Nidorino. Muss ich dazu noch irgendwas sagen?
Schon schockierend, wie viel EP wir bekommen. Schicki, schicki. Schicki, schicki. Sandam. Oh, tschüss, Mann. Diese Wäsche waren nötig. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Trainer kommen. Ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung. Das regt mich immer so auf, wenn ich nicht weiß, wie die Route verläuft und wo wir überhaupt lang gehen und so. Und wir dann uns erstmal bei Trainerkämpfen aufhalten. Ich meine, that's Pokémon, ja. Ich weiß, ist mir nichts Neues. Aber trotzdem, ja, ihr versteht, was ich meine. Erstmal gucken und nein, noch ein Trainer. So, aufgepasst. Okay, verstehe. Dann beenden wir erstmal das, da ist nämlich noch jemand. What? Da ist noch ein Item. Ja, Zertrümmerer, ihr seid witzig. Dann kümmern wir uns drum. Zertrümmerer. Wir werden Gingo ablegen, weil Gingo hat den höchsten Level, obwohl er eigentlich ein Noob ist. Der guckt wirklich nicht zu, der Gingo. Blöd, Mann. Ja. Finde ich echt, Wie gesagt, in Y wahrscheinlich bleibe ich bei den Originalnamen. Aber ich werde schon noch irgendwann wieder was zocken. Also eine Edition, meine ich. Wer kann denn Zertrümmerer lernen? Kokowai. Nehmen wir den doch mit. Kokowai. Da sind die vier Sonderbonbons. Okay, Zertrümmerer. Was? Ach so. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so doof. Also für mich, ich habe jetzt gedacht, okay, wir haben alle VMs, aber jetzt fällt mir ein, in der ersten Generation gab es ja gar keinen TM-Zertrümmerer. Es kam mir erst ein Johto. Good morning, everybody. Das ist natürlich so typisch. Like a LPM, ja. Gut, ich habe nichts gesagt. Alles ist gut. Nee, sorry, jetzt müssen wir noch auf den Islands hier bekommen, wo wir uns gerade befinden. Volto Ball Ball. Verstehe ich immer, wenn ich Turtok rufe. Volto Ball Ball Ball. Weg, du Tentarafi. Okay. Mann. Wilde Pokémon. Wo ist es? Da ist Schutz. Warum nur? Hä? Hatte ich nicht schon Superschutz und allen möglichen Quark? Naja. Ein, zwei Haferbrei ist ja auch egal. Hi. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht trainieren. Da kann ich dir ein Lied singen, du. Den ganzen Tag, jeden Tag. Emilie. Nicht Emilie, sondern Emilie. Emilie. Würde ich schon fast eher sagen. Das, was mich in der Paralyse jetzt am meisten stört, dass der Gegner immer anfängt. Aber Kikli kommt nicht zum Kicken. Soll das Fußballer werden? Was? Der überlebt? Was zum Teufel in Gottes Namen? Ach ja. Ich kann noch mal bestätigen. Es geht mir tierisch auf den Keks da. Bis zum Morgengrauen. Und jetzt Nocturne oder was? Die werden niemals einzeln antreten. War ich doch. Emilie. Emily. Ist Emily nicht voll der Über... Babyname? Jedes zweite weibliche Kind heißt heutzutage Emily. Kommt mir so vor. So. Schön. Ist die Ampel grün, wäre das wunderschön. Oh mein Gott. Auch wenn die Tante da eben grüne Haare hatte. Deswegen liegen hier überall Zertrümmererfelsen rum, ist doch ganz klar. Und du noch. Habe ein Schwimmen und eine Pause gemacht, um von dir herausgefordert zu werden. Weißt du nicht, ob du danach noch was anderes machst oder ob dann deine Pause wieder vorbei ist. Michel, ernsthaft.
Ach, ich mein, mach mich nicht doof von der Seite an. Ich kann doch nichts für deine Doofheit. Das ist ja... Warum war ich denn jetzt... Ja, eben war sogar trotz der Paralyse meine Initiative höher, oder was? Ist ja bemerkenswert. Tatsächlich. Aber die Paralyse greift. Neues Spiel. Und es geht mir auf den Keks. Ich guck dann nach dem Kampf, ob ich irgendwas hab. Wenn nicht, krieg ich sogar einen Hyperheiler, wenn ich lustig drauf bin. Sollten wir nicht mal shoppen gehen? Naja, wir haben ja keine Arena-Kämpfe vor uns. Ja, es ist mir ein zu sehr Gedönse hier, wenn ich bei jedem kleinen Pokémon hier so lange rummachen muss, nur weil das Vieh betäubt ist. Paralysiert ist, betäubt. Ach, so weiß ich, ey. Neosan LPM ist verwirrt! Neosan LPM hat sich vor Verwirrung selbst deabonniert! Hat seinen eigenen Kanal gelöscht. Ja, ja, ich kann mich an Zeiten erinnern. Boah, Mann! Hier klappt ja nix. Wo die Let's Player immer irgendwer aufgehört hat. Ja, ja. Heutzutage hört keiner mehr seinen Frau auf. Also ich war nie einer. Hab ich jemals gesagt irgendwie so, ich höre jetzt auf mit Let's Playen. Oder es war dann immer so der April-Scherz. Jeder Let's Player hat einen April-Scherz gemacht. 1. April kommen erstmal 10 Videos online von Let's Playern, die von sich sagen, ich höre auf. Meine Fresse. Panzerschutz, Schutzschild, Verwirrung, Paralyse. Wie soll das denn klappen hier? Also das habt ihr von mir nie gehört, aber heutzutage sagt keiner mehr irgendwie. Ich höre auf. Und es geht ja auch um Geld inzwischen, ne? Als es noch nicht um Geld ging, da haben sie noch nicht so locker genommen. Wenn es immer irgendwie einen Streit gab oder jemand, ja, weiß ich, was Falsches hat oder die Abonnenten irgendwie übertrieben haben mit blöden Kommentaren, bring mal Parts von dem und dem Let's Play. Da erinnere ich mich an Ali, ja. Der hat damals dann plötzlich immer mal wieder für einen Tag seinen Kanal einfach ausgeschaltet. Auf privat geschaltet, dass keiner mehr drauf kann. Und das wussten nicht. Und alle haben so geschrieben, boah, Ali wurde gesperrt, Ali wurde gelöscht. Ja, weil das war damals auch so eine Sache, dass das Let's Player gelöscht wurde. Was sehr schade war mit dem Let's Player, jetzt komme ich gar nicht mehr auf den Namen. Just Cheap. Das war eine arme Sau. Müsste selbst heute noch als Vorstellungsvideo, dass das mit dem Flumi laufen. Das ist wirklich schade. Der wurde gelöscht, also gehackt wurde der. Freundchen. Der wurde gehackt, die arme Sau. Und das ist echt die ganze Arbeit. Und boah. Du kannst doch nicht mal den Abonnenten sagen, guck mal, ich habe einen neuen Kanal, so wie ich es gemacht habe von Let's Play Markus auf Neo seine LPM, ne? Guck mal, da hat Zertrümmererstein en masse. Doppelkampf. Sehr gut. An der Stelle von Heidi habe ich von nichts Angst. Heidi, Heidi. So, da wollte ich mich jetzt drauf über Let's Player, kommen da gleich wieder zu sprechen. Machok und Rasov. Blitzer ist wirklich down? Okay. Habe ich jetzt gar nicht so registriert, aber ist in Ordnung. Machst du Feuersturm auf dem Rasov und du machst du Flügelschlag auf dem Machok? Passt perfekt. Dass wir Like Boss hier haben. Auch das passt. Schön. Worms. Da kriegst du die volle Breitseite, mein Freund. Dürde. Gut. Mühlensippe. Also, ich könnte schon noch mehr Doppelkämpfe vertragen. Findest du immer eine gute Sache? Ihr vielleicht? Nee. Jeden Morgen vom Frühstück schwimme ich um die Insel. Ich habe jetzt gelesen, jeden Morgen esse ich eine Insel zum Frühstück. Das habe ich gelesen. Roffel. Das hat Style. Ja, das könnte auch reichen für Flammenwurf, oder? Take it. Tschüss. Dann reden wir weiter über die Let's Player, oder? Wollen wir mal kurz anschneiden. Ja, ich wollte nie irgendwie meinen Kanal irgendwie auf
aus Trotzreaktion. Ich bin auch einer, der irgendwie... Ich habe ja kaum Leute blockiert. Ich habe vielleicht 20 Leute blockiert. Andere haben ja schon Tausende. Aber weil ich halt jemand bin, wenn irgendjemand, auch wenn er eine recht wütende oder unberechtigte Kritik an meiner Person oder an meinem Video bringt, das heißt, Video ist scheiße oder Pokémon ist nur für Kinder oder du spielst nur Pokémon Y, weil es gerade neu raus ist, so ein Shit, ja. Da bin ich auch bereit, mit den Leuten zu reden und zu sagen. Also gut, das war jetzt blöde Beispiele. Aber so in der Art. Also ich bin da immer deeskalierend. Oder wenn irgendjemand einen blöden Kommi schreibt, sage ich immer, hier, reiß dich mal zusammen, Junge. Sonst muss ich dich leider blockieren. Und eigentlich kommt es eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich einmal von meinen, weiß ich wie viele, 20 Kanäle oder 12, die ich blockiert habe. Das sind viele, die, wenn du die Namen durchgehst, da steht da einfach nur so, Let's Play Markus Hater oder Anti-Geilkind, irgend so ein Shit, ne? Das sind Leute, die einfach nur einen Kanal erstellt haben für zum Haten. Was ist denn hier jetzt los? Entfache das Feuer in dir, Glutterne. Was war denn da los? Ich krieg gerade eine SMS, die lese ich gerade mal. Yep. So, Glutterne. Klingt ganz funny. Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. Okay, ich glaube, ich kenne den Ort hier. Hi! Sehe mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut so jung und straff. Respekt. Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Glutherme habe ich hier vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Damals habe ich dies benutzt. Ich denke, ich kann mich davon trennen. Freunde, da haben wir es. TMVM06. Damit pulverisierst du Felsen, als wären sie aus Pappe. Nach einem harten Trainingstag kann ich einen entspannenden Aufenthalt in meinem Thermalbad nicht das Wasser erreichen. Bruno, der mir voransteht, kommt gelegentlich auch in diesen Kurort. Er kommt hierher, um seine Gebrechen und die seiner Pokémon zu lindern. Gebrechen. Ach, wie schön. Oh, na! Ah, es ist himmlisch. Das Wasser wärmt mich überall. Spring auch rein. Schwimm in die Mitte, entspanne dich und dir wird wohlig warm. Gleich. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehmige mir eine sämige Fischsuppe, um mich auch von innen aufzuwärmen. Ja, okay. Da werden wir geheilt, glaube ich. Ist die Frage, was machen wir jetzt mit VM06? Ich habe das einstmalen mal einem Zapdos beigebracht. Einem Teammitglied Zapdos. Ich glaube nicht, dass irgendjemand... Es gibt ja noch blöde Attacken, aber... Ah. Nee. Zertrümmerer kann ich keinem Teammitglied beibringen. I'm sorry, don't worry, denkt an den Kartoffelpurry. Puh, wie stelle ich es denn an? Ist auch noch ein Trainer ran? Okay. Könntest du mir beim Training aushelfen? Ja, sicher. Ich kann dich gerne... Ach so. Ich dachte jetzt ein Bikini an. Mühlenmädel Gudrun. 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 Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So, was mache ich mit den Affen da? Wegpurzeln, würde ich vorschlagen. Der rasende Affe ist wieder am Start. Also, ihr seht auf jeden Fall, wir haben einiges zu tun hier auf den Islands. Ist das ein Level Up? Komm schon. Dann halt dich, ist okay. Warum bekomme ich denn immer 888 Pokédollar, sag mal? So, jetzt machen wir es wirklich so, dass ich Kokowai, das beibringe, den Kram. Können wir den noch zur Schneider beibringen? Also, ich hoffe mal, dass Kokowai das, den Schund überhaupt lernen kann. Ups, hier ist ja der Computer. So, schauen wir mal.
Gute Laune, Poké Center Mucke. Warum nicht, du alter Wicht? Ah, ne, Mariehorn, weil das dann wenigstens auch ein Boden-Pokémon, oder tun wir ein Boden-Pokémon raus, also können wir auch ein Boden-Pokémon reintun. So, Hojuma. Na also. Ist doch mir Schnuppe, was du Fatzke verlernst, da Rotenschlag, meine Herren Gesangsverein. Ich kann ja auch die anderen TMs beibringen, aber die sind, glaube ich, jetzt alle untergebracht. Außer Blitz, aber wer will schon Blitz? Oh mein Gott. Blitz dingst dich um die Ecke da. 101. Und wieder. Komm, kein wildes Tentacher, bitteschön. Da kommt's. Das gewohnte Tentacher. So. Ja, ich muss mal ganz kurz hier durch. Guck mal, Ponita. Die war noch nie da. Ibitek! Schon oft erwähnt, das einzige Pokémon der ersten Generation, das mit einem I anfängt. So. Dieser Fels ist zerbrechlich. Oh mein Gott. Dieser Opa ist zerbrechlich. Soll Zertrümmerer eingesetzt werden? Böhm, Rihorn. Cambon. Die haben eigentlich alle schon so einen hohen Level, dass man so ein Zeug kaum noch einsetzen kann, glaube ich. Was hat das nochmal gebracht überhaupt? Initiativwert, da bitte. Warum auch nicht? Okay. Ich habe schon gesehen, ich habe noch Topschutz. Warum gehe ich denn jetzt hier unten raus, ne? Ich will unbedingt durchs hohe Gras. Oh. Knick, knack. Da. Und weil es so schön war, jetzt drei Opas hintereinander, die Zertrümmerer bekommen. Ja, ja. So ein alter, versteinerter Menschen, der wir hier aufräumen. Und was ist hier unser Lohn? Was soll das denn jetzt? Oh, braucht kein Mensch. Level 7 Kleinstein. Der ist wohl lebensmüde. Ja, Steine haben eigentlich kein Leben. Aber Kleinstein. So, an diesem Ufer machen wir Schluss für heute. Das Abenteuer auf den Islands geht gerade erst los. Wenn's gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao!